Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi, den Pizza mit Robert Feitz. Hallo. Mit dabei Bram, Peter, Jay und Sepp. Was wir uns heute überlegt haben, da kommen wir gleich zu. Wir kommen erst zur vorletzten Folge, Folge 105. Da habt ihr abgestimmt, wer denn hier extra lebenstechnisch ausgestattet werden soll. Und heute würde es ein extra Leben geben für... Ich habe die Kartoffelkanone vergessen. Moment. Oh. Oh, oh, oh. Erstmal wieder nach Hause wieder laufen. Quatsch. Also, kommen wir zur Abstimmung. Also, Platz 4 habt ihr gegeben, weil ihr es vielleicht nicht so schön fandet, vielleicht, weil es auch irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Ihr habt Peter. Oh, was? Ihr mögt kein Mini-Pimmel, nee. Meine Hallo. Lebenswelt ist zusammengekommen. Das wäre irgendwie so ein komischer Stachelpimmel. Ja, Mini-Pimmel sind halt nicht so geil, Peter. Das ja, weißt du doch auch aus Erfahrung und deine Freundin. Wir sagen mal Platz 3. Platz 3, tja, das ist so gerade ein Treppchen, aber kriegt leider auch immer noch kein Extra-Leben, geht an Sepp. Möglich einfach abstrakte Kunst. Was? Der Sieger wird ja einfach abstrakte Kunst. Der Sieger, der das Maulwurf, hat leider nur Platz 3 bekommen. Und das heißt, wir haben es zwischen Dennis, der sein Fahrzeug nicht mehr findet. Und Jace. So ein Fahrzeug darf doch gar nicht gewinnen, wenn er das Fahrzeug nicht mal mehr findet. Komm! Ja, das sehen die Leute auch so. Also das Einrad. Jace Einrad hat es gemacht. Woo. Und doch ziemlich mit Abstand gewonnen. Also das die kreative nicht, Nummer. Ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jay kriegt heute ein Extra-Leben. Und heute GG. Haben wir schon ein bisschen umgebaut, wie ihr hier seht. Ich werde mich heute hier in diesem wunderschönen Sitz setzen. So, jetzt gucken wir mal, dass das auch alles funktioniert. Ja. Dann seht ihr schon eigentlich, was die eigentliche Arena ist. Und zwar nicht die Arena selbst, sondern der Steg. Heute werden wir einfach gucken, dass wir in verschiedenen One-on-Ones die Leute auf dem Steg gegeneinander loslassen werden. Und dann soll man sich versuchen, da runter zu schubsen oder halt auch oben drauf zu bleiben. Sollte das Ganze nicht funktionieren, überlegen wir uns andere Sachen. Wenn da halt keiner runterfällt, dann haben wir schon mal gesagt, da gegen die Wand drücken oder so. Ich guck mir das da mal an. Ja, also Bauzeit ist gleich. Dann habt ihr ein paar Regeln festgelegt, logischerweise, damit man jetzt nicht Monorail baut. Wie viele Kontakte gab es jetzt? 3 Reifen, 2 oben, einer unten. Auf einer Seite darf man den unteren logischerweise wie ein C um die Latte herumbauen. Ja. Die andere Seite muss dann dementsprechend offen bleiben. Keine Schubdüsen, Motor, ansonsten Standardregeln. Ja, ist also egal, keine welche Pisten. Reifen das sind, das haben wir uns noch nicht, glaube ich, drüber unterhalten. Ich würde sagen, die Gummireifen, egal ob der kleine oder der große, würde ich jetzt einfach sagen. Ja. Was gibt es denn so? Gibt es Stahlreifen? Ja, es gibt also Reifenähnliche Objekte. Ach, okay, genau. Reifenähnliche Objekte. Ja, nee. Cool. Dann könnt ihr euch eigentlich alle schon zu euren Bauplätzen begeben. Also jawohl! Sepp. gucken wir mal, was es heute gibt. Bin mal gespannt, haben wir noch nicht gemacht. Es sollte jeder so einen Teststreifen von dem Ding haben, ne? Also... Ja, okay, ja, das liegt gerade schon vor mir. 3, 4, 5, 6 breit ist das. Wie lang ist eigentlich egal. Wie hoch ihr baut, ist eigentlich auch egal. Aber naja, gucken wir mal. Mhm. Gut, ich bin vorbereitet. Den Timer. Oh, scheiße. So. 30 Minuten Bauzeit laufen ab jetzt. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Ah, du baust direkt auf die... Jetzt weiß ich ja, was Jays Problem war. Du baust direkt auf die Monorail. Woo! Ja, ich guck mir da zumindest mal an, ob ich das direkt hier drauf gebaut kriege. Das ist so, ja. Noch die Idee. Ja, das ist schön. Boah, das mit den Balancen wird, glaube ich, echt schwierig. Man durfte 3 Reifen benutzen insgesamt, ne? Ja. Und 2 obendrauf. Muss man die hintereinander machen? Nö. Ist das ein Vor- oder Nachteil, wenn man auf einer Seite über den Boden schleift? Du fragst mich gerade sagen, das kann ich tatsächlich noch nicht beantworten. Ja, ich habe gerade überlegt, wenn du halt die beide Reifen nach vorne machst und hinten halt keinen hast, aber dafür über den Boden schleifst, dann ist das eher ein Vor- oder Nachteil. Weiß ich gerade nicht. Ja, guck mal, mega.
Elektromotoren. Ja. Du Fuchs. Ich hab nur ein Problem. Wenn ja. Ich immer schräg stehe. Ja, ja, also wie gesagt, 22 Minuten sind noch. So, guck mal den Test hier. Wie sieht das denn bei Peterchen aus? Oh. Der kann nicht mal aufstehen. Ah, schön. Das war genau richtig gekommen. Da war gerade der Test, das aufzustellen. Ja, das funktioniert noch nicht. Das ist schon hart. Also, nach jedem Teil fast neu auszubalancen. Oh. Belastend. Bumm. Aber du musst es ja gar nicht aus so großer Höhe fallen lassen, oder? Ja, das macht er halt automatisch, weil das unterste halt. Hä? Das hat ja mittelgut funktioniert. Du hattest bei mir aber auch die Plattform, also die Hebevorrichtung, ganz ausgefahren. Geht das nicht weniger? Nee, das macht er automatisch. Oh, wegen dem einen Reifen da unten. Dem. Aha. Aha. Ja, guck mal. Oh. Okay, so sollte das natürlich nicht sein. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen regelwidrig aus, Peter. Ja, würde ich auch sagen. Scheiße. Ich meine, ich stehe wieder eins jetzt, aber. Verdammt. Scheiße. Da muss ich wohl nochmal ans Klemmbrett für die 20 Minuten. Ja, ja, scratch it und nochmal. Da sind wir. Was ist das Problem? Ja, ich krieg da den Reifen da nicht drunter. Also wenn ich halt da platzieren möchte, auch wenn das halt dann schief sein sollte oder was auch immer, nimmt er halt immer, wie du siehst, da so den Reifen. Ich weiß nicht, wie ich da hin platzieren soll. Kannst du nicht ein Lager quasi, warte. Mit einem Lager und einer Steuereinheit? Also, dass du das quasi so einfährst oder so? Ich weiß nicht, wie das geht. Das hab ich noch nie gemacht. Du müsstest doch an das hier quasi ein Lager dran machen, dass sich das Rad dann nach innen dreht. Ja, aber wenn ich jetzt so direkt habe. Aber dann habe ich. Aber wenn ich das so mache, dann ist das doch direkt. Da fällt das doch auch die ganze Zeit runter. Also ich verstehe es ja, nicht. Ja, Peterchen hat auch so die Probleme. Nee, also mach, mach die Grundstellung von dem Arm mal anders. Ja, aber wie? Stell mal hin. Die Grundstellung ist ja jetzt quasi schon so, dass nicht geht. Was ist denn, wenn du den linken Reifen nach in die andere Richtung machst? Ja, aber der nimmt ja trotzdem halt hier immer dieses Ding hier, dieses Ding, das nimmt der immer unten dran. Ich kann das nicht oben dran setzen. Da kann ich machen, was ich will. Immer unten? Ja, aber wieso denn oben dran? Ja, Christian. Das weiß ich nicht. Und so geht's auf jeden Fall nicht. Ja, okay. Ich verstehe ehrlich gesagt Jays Problem gerade noch nicht so ganz. Der muss doch den, also der hat doch zwei Kontaktpunkte, die auf dem Glas sind. Und wenn er das jetzt hier so ausfährt, wie die anderen das auch teilweise gemacht haben, und dann nach dem Aufstellen einfährt, dann hat er zumindest das Problem behoben, dass er beim Aufstellen hinfällt. Das ist natürlich noch nicht behoben. Das funktioniert auch nicht, da werde ich doch auf jeden Fall drankommen. Wie wird man so? Das gehen soll. Vielleicht stelle ich mich auch einfach blöd an. Also ich verstehe die ganze Nummer ehrlich gesagt noch nicht. Ja. Wenn du den Reifen, also wenn du den Punkt da oben jetzt schon mal nach unten machst. Und den Reifen immer, da dran und dann wird den der dann... immer bei dem Hinstellding, keine Ahnung wie der Teil heißt, wird der immer bei dem Lift wird er dann immer den unten deinen Reifen nehmen. Ja, nee, du musst den, nachdem du das Ding dann aufgestellt hast, ja auch noch einfahren.
und so fällt es direkt um. Genau, und dann das Ding nach unten. Oh, Quatsch. So, dass der Reifen dann nach unten ist. Also du musst ja die Plattform ein bisschen höher machen, den Reifen nach unten und dann lässt du den nach links einfahren. Also vom Fahrer aus gesehen. Muss halt nur gucken, dass du das Gewicht nach links kriegst, also auf die linke Seite, damit der Reifen, der auf der rechten Seite ist, nicht so krass ist. War das richtig? Was ist da denn jetzt oben drin? So doch. Allerdings bin ich jetzt auch nicht der Baukönig von Scrap Mechanic. Das kriegt der Junge schon hin. Also es sind noch... Das ist jetzt Halbzeit. Aber wenn da mehrere mit Probleme haben, dann sind die Dinger ja auch zumindest nicht so krass, dass der Unterschied jetzt so heftig ist. Oder vielleicht doch. Frau Matzesepp. Bei dem habe ich immer Anspruch. Muss ich sagen. Da erwarte ich immer was. So. Jetzt können wir uns Sepp angucken. Okay. Sepp, was hast du gemacht? Jawohl, hallo Christian. Ja, guck mal, du hast da auch so ein Drehelement dran gemacht und fährst den Reifen wahrscheinlich ein, beziehungsweise aus. Ja, je nachdem. Aus. Ich fahre den also, da drum, genau. Ja, genau. Ja. Weil anders geht das einfach nicht. Ja, das klappt eigentlich. Klappt habe ich versucht, gut. Jay zu erklären, aber irgendwie, weiß ich nicht. Klappt nicht so ganz bei ihm. Nee, es gibt bei manchen Leuten noch Probleme mit dem Aufstellen. Oh. Du hast ja, das ist ein bisschen tricky auch. Und das verstehe ich. Aber aufstellen gehört ja nicht dazu, ne? Also da haben wir Zeit. Was wird das denn für ein Tier? Das sieht aus... Puh. Das wird ein Pferd. Also das soll nachher ein Pferd werden. Kannst den Kiefer ja auch ausgerenkt lassen, also. Hängt ein bisschen durch. Ist auch nicht so schlimm. Ich versuche mal so ein Pferdchen zu bauen. Müsste so eigentlich passen. Ich hab, kannst du denn halt fahren? Ich kann vor- und zurückfahren, ja. Und ich möchte mit meinem Kopf quasi schlagen können. Also mein Kopf ist quasi meine Waffe, habe ich mir überlegt. Da ist wie so ein Pferd mit so einem langen Hals, wobei der Hals heißt jetzt irgendwie noch Giraffe? Ein bisschen kurz ist. Ja, aber ein Pferd hat ja auch, der Pferd hat ja schon, ein Giraffe hatten wir ja letztens erst. Pferd hat auch einen großen Hals, das stimmt. Ja, schon ein Trümmer, aber ich muss hier noch ein bisschen, glaube ich noch mal ein bisschen anpassen. Ich glaube, der hat gerade seinen Kopf. Du hast gerade dein Pferd den Kopf abgeschnitten, voll nice. Da machen wir jetzt erstmal leckere Wurst raus. Ja, können wir Peter ins Bett legen, ja. So, jetzt machen wir aber hier noch einen längeren. Das heißt, du willst quasi den Kopf nach links und rechts drehen lassen. Wahrscheinlich relativ schnell. Ja, und schnell. Nach oben und nach unten auch, ja. Genau. Macht das ist so ein bisschen so der Plan. Dein Momentum, also wenn du nach links haust, eierst du da nicht auch um? Das kann gut sein. Aber das ich werden gut. Wir testen. ich hab nur noch das Problem ein bisschen, dass ich, wenn ich mich aufstelle, an der Kante halt aufstelle hier vorne. Das ist ein bisschen blöd. Also wie du siehst hier von dem Glas bin ich schon an der Kante, das ist halt nicht optimal. Ich bin quasi nicht mittig, das ist ein bisschen doof. Da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das gleich nochmal beheben kann. Weil wenn du dieses Standard Platziertool nimmst, hat sich der Schwerpunkt wieder geändert. Naja, du hast den ganzen Kopf da dran gemacht, ne? Also. Na guck mal, jetzt ist mittig. Nice. Super! Zack. Da stehe ich ein bisschen schräg. Ja. Oh, wobei, geht aber. Das geht ich aber. Ich glaube, ja. Schon gar nicht so verkehrt. Du stehst aber von deiner Seite aus gesehen, kippst du schon ein bisschen nach rechts, oder? Das kann sein. Also ich glaube, vielleicht müsstest du den Kopf nochmal einen Block weiter in die andere Richtung machen. Mal links? Was ist denn mit dem Kopf passiert? Guck mal, irgendwas ist da sowieso nicht ist so ausgefahren. Richtig. Ach, der Mund ist runtergefallen, deshalb. Ah ja, Mensch. Da, hier, so. Was hat für der Mund? Das ist jetzt eher so ein Langhals-Dinosaurier geworden, ey. Scheiße. Aber ist das da nicht der... Wie, der Mund ist abgefallen? Ja, das Lager war wieder offen, weißt du? Weißt du, so. Nee, wieso fällt denn der nicht runter? Ey. Da! Ah.
Ja. Jetzt muss ich das wieder dran machen. So. Sieht aus wie ein Schwan oder so. Ja, irgendwie sowas. DuckTales. Das sind Enten. Ach ja, das war ja was anderes. Ja, immer diese Tiere, Mensch. Im Bio nicht so gut aufgepasst. Ah, schön. Ja, nice. Aber hier ist zumindest mal ein bisschen Fortschritt. Das finde ich löblich. Danke, danke. Das sieht interessant aus. Oh. Du willst die Leute runterschaufeln, du Wicht. Ich will die Leute runterschaufeln, ich Wicht, ja. Das ist der Plan. Was ist denn da jetzt noch für ein Käfig? Moment. 3, 4. Ne, das ist zum Balancieren oder was zum Ausfahren oder wie? Ja, zeig ich dir jetzt sofort. Wofür es genau ist. Und zwar da dran, da dran und das auch da dran. Und das muss dann 180, ja, bis nach vorne erstmal, wa? Krass, Alter, 8 Minuten. Ne, Moment, stimmt nicht. Die Paddel, um die zu ficken. Ah, so, ich dachte schon, du machst quasi wie so ein Hochseiltänzer, dass du halt die Arme ausfährst, um dann ein bisschen quasi zu balancieren und gegen zu wirken. Aber das dürfte auch, ja, also so eine Klatsche ins Gesicht könnte tödlich wirken bei so, vielen. So, und jetzt, jawohl, so kann ich nämlich dann auch. Moment, hast du gerade gleichzeitig deinen Reifen ausgefahren? Oh. Ja, Moment, das funktioniert gerade noch nicht. Ja, das darf nicht passieren, was gerade war. Nee, nee, ich weiß, ich weiß. Das mit dem Aufstellen wird noch echt ein Ding. No! Bin ich mal gespannt, wie viele Versuche wir da heute brauchen. Kannst du dich nicht reinsetzen, den Gummelkram einfahren und das, dann setze ich die Leute ab? Hallo? Ja, Moment, Moment, Moment. Entschuldigung. Nee, bei mir müsste das jetzt funktionieren. Setz dich mal in den Sitz sonst. Ah. Ja. Ja, ansonsten hätte ich gesagt, könnt ihr euch auch in die Fahrzeuge setzen und ich mache danach einfach die Hebebühne weg. Dann kann man den Reifen schon mal einfahren. Ach so, nee, also für mich, ich bin gut. Okay, du schrubbelst ein bisschen. Ja, die Motoren sind noch zu schnell eingestellt. Peter baut eine Windmühle. Ich hab Stress. Ja, glaube ich. Das ist nicht so einfach. Beim Aufstellen haben wir ja unendlich Zeit, ne? Also. Von mir aus. Wenn das Ding einmal steht, dann muss es stehen. Ja, weil viele umfallen beim Aufstellen. So vielleicht. Oh, du baust einen Häcksler nach vorne. Ich glaube nicht. Also, Christian, ich muss leider zugeben. Weißt du, dass ich jetzt nicht meine beste Leistung hier vielleicht gezeigt habe. Ja, okay, aber kann es sein, dass einer von den Streben, also die da, der ich jetzt die ganze Zeit mitgehe, das siehst du natürlich nicht, aber kann es sein, dass die länger ist als die anderen? Ja, das kann sein. Okay. Ich habe hier... Also so bewege ich mich fort, maximale Geschwindigkeit. So rückwärts. Und das ist mein Angriff. So rückwärts. Ich hab's halt echt alle. Ich hab das gleiche Problem wie Jay gehabt. Was? Gib kein rückwärts. Oh, hier, ich fahr wofür rückwärts, muss man rückwärts fahren? Ja, das ist eine gute Frage. Braucht man nicht. Aber das ist ein krasser Angriff. Siehst du die Geschwindigkeit, mit der mein Angriff da gerade passiert? Das erinnert mich einfach an die anderen Szene, wo einer, wo Bart einfach seine Arme schwingt und dann so langsam angelaufen kommt und sagt: Wenn du in meine Fäuste läufst, bist du selber schuld. Ja, super. Aber funktioniert auch. Wie gesagt, beim Aufstellen kann ich ja auch helfen. Also man kann sich an seinen Sitz setzen, das Ärmchen ausfahren und dann mache ich einfach die Hebebühne weg. Also, das ist ja auch nett. Kein Ding der Unmöglichkeit, ne? Weil Aufstellen gehört ja jetzt nicht dazu. Ja, das war eine der Hauptchallenges, würde ich sagen. Aber ja, genau. Also die haben viele gehabt, die Aufstell-Challenge. So, die letzten 3 Minütchen sind angebrochen. Hoffen wir mal, dass Jay fertig geworden ist. Der schien ein bisschen verzweifelt, aber da er sich jetzt auch gar nicht mehr gemeldet hat,
gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie hingekriegt hat. Wird zwar auch nicht seine beste Arbeit sein, wie er sagen wird, aber Hauptsache funktioniert. Ich glaube, heute geht es nicht darum, Schönheitspreis zu gewinnen. Wenn man denn hier im Kompetitionen-Modus was erreichen möchte. Da ist Ende im Gelände. Woo. Ja, heute war schwierig, scheinbar. Was? Das heißt, es vernünftig zu machen, was? Time is up. Kommen wir zur heutigen Fahrzeugpräsentation, die etwas anders ablaufen muss als sonst. Denn wir haben hier unseren wunderschönen Laufsteg. Also das Septa-Model hat sich hier schon oben Testing von Dennis Brammer. Zack, aber ich hier runtergebitscht von der blöden Schlampe. Gemacht. Was ist das denn? Kannst du mal aufhören, an meine Hand zu ziehen? Kommst du nicht hoch. Mistkuh, guck mal, wie fett du bist. Du schubst sogar andere runter. Ja, kommst du nicht hoch. Da kann ich überhaupt nichts machen, ich Knochengestänge hier. Ja, hier. So, zack. Jetzt so, Sepp, dann stell mal dein Fahrzeug dahin. Ach komm, ich stell mal mein Fahrzeug. Nein! Ja, ich hör auf. Alles ist ja, gut. Ja. So, hier, zack. Kommst, oh, das war falsch. Das ist falsch rum. Oh. Warte. Ja, das sieht immer diese aus. Anfänger. Oh, warte. Ja. So müssen wir das machen. So, jawohl. Da haben wir ihn doch. Hier. Sepp, du hast dich für die Dino-Variante entschieden. Jawohl, ja, habe ich mich für die Dino-Variante entschieden. Voll nice, boah, ich guck gerade in die Augen. Dein Spacko-Dino? Ist tot. Oder wieso redet der so behindert? Hast du den Unterkiefer jetzt befestigt oder nicht? Ach, der fährt sich mit aus. Nee, der geht mit aus. Er frisst sein Opfer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zeittechnisch cool. Natürlich nicht ganz fertig geworden, wahrscheinlich mit Malen. Oder wobei, das stimmt nicht, so sieht er ja aus wie ein Dino, logisch. Ja, vier Beine. Ja, ich finde das schon nicht schlecht. Der hat vier Beine und nicht einen Reifen. Bin sehr das beeindruckt. Wenn das die Champions League ist oder die erste Liga, dann bin ich auf jeden Fall, sagen wir mal, F-Jugend. Ja, muss auch die F-Jugend geben. Die F-Jugend kann aber auch, also ich weiß gar nicht, bis wohin die kommen können, maximal. Die F-Jugend nicht schlecht, Sepp. Also Sepp Dino ist schon, da haben wir schon eine Latte rausgeprügelt. So, irgendwer nächster, Peter, der hat sich eben so angeboten. Ja, komm, dann zeige ich euch jetzt hier Bambinis. Oh, Bambinis. Jetzt kommt's. Naja, was ist hat falsch denn? Rum. Ein Hubschrauber. Aber Peter fliegt einfach weg. Das ist schon ein bisschen abstrakt. Moment. Das sieht mir auch schon nach mindestens so zweiter Liga aus, oder? In meinen drei Reihen. Fehlt nur das Painting eigentlich. Ja, das stimmt. Ein bisschen mehr Zeit haben wir Painting. Oh, guck mal, er steht sogar komplett richtig. Oh. Ja. So stehe ich. Fast. Okay, nennen wir das mal, würde ich sagen, zweite Liga. Ja, wenn du so stehst du richtig? Möchtest. Mehr habe ich nicht geschafft. Ah, aber du bewegst dich schon mal. Das ist schon. Oh, ich weiß schon, wen. Oh, okay, jetzt bin ich gefickt. Scheiße, das darf mir nicht passieren. Indem ich mein Extra-Leben einsetze. Ich fand das wirklich extrem schwierig, die Challenge. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Du bist nicht so gescheitert wie ich. Tja, okay, das wundert ja niemand. Peter hat so einen Schredder gebaut, so ähnlich. Oder Helikopter. Bei Wirtschafts oder bin ich auch immer schlechter als du. Eins von beiden. Aber finde ich, also, ne, du landest ja zumindest und kannst dich vor und zurück bewegen. Ja, ich stehe halt kacke, aber gut. Moment, sorry. Nein, immerhin stehst du. So, Bram. Ich bin gespannt. der hat auch noch gemalt. Oh, da sehen wir den. Alter, es sieht aus, oh mein Gott, und jetzt gibt's hier den Blowjob. Bram, kannst du halt nochmal hochfahren, das Ding? Was, jetzt gibt's den Blowjob? Vorne. Was? Guck dir das mal an. Das stand gerade so 90 Grad, dann sah das aus wie so eine, Frau, weil lila Farben, die so die Arme ausbreitet und jetzt den Kopf nach unten senkt. Wow, so. Alter, what the fuck. Ja. Und jetzt mach mal. Wow. Warte, ich mach mal ab. Zack. Oh. Schade. Der Reifen unten. Ja, ich weiß, der Reifen unten. Ah, der dreht sich rein. Nice. Kann sein, dass die großen Reifen möglicherweise eine gute Idee waren, verdammt. Auch nice. Dann würde ich auch erste Liga setzen. Ja, ist echt nicht schlecht. Also den sehe ich auch schon sehr weit vorne dabei. Liebe Zuschauer, ich weiß, der Drache ist eine harte Konkurrenz, ja, aber ich wünsche mir vielleicht für das nächste Mal nochmal ein erstes Leben. Darauf habe ich alles gesetzt, weil ich komplett gescheitert bin. Musst du mal drehen. What? Leute, so. Nee, musst du nicht. Oh, Lollipops, wie geil. Nee, ein Gewichtheber ist das.
Hier, wie heißt der nochmal? Oh, ich krieg den nicht mal gerade gesetzt. So. Oh, so ein so. Balanciertyp. Ja. Oh, lol, du hast es. Was? Oh, mein Gott, dafür sind wir. Tut mir leid. Bin leider gescheitert. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich glaube, ich da nicht aufstehen bleiben. Da! Oh, was? Der steht! Stehen. Nein, ja. Das gibt's nicht. Okay. Und wenn du dich bewegst, dann fällst du um. Du hast echt so Mannequin gemacht, wo diese American Gladiator Teile in der Hand hat. Das finde ich schon mal cool. 9 Minuten Zeit, als wir nur noch 9 Minuten Zeit haben, habe ich mir gedacht, alles klar, nächste Folge brauche ich vielleicht noch ein extra Leben. Mache ich Design. Hab dann wieder den Reifen abmontiert, der einfach nicht, den ich da nicht runtergeschissen gekriegt habe. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe einfach nur, also bei mir auch, ich drehe wirklich, ja, also, kannst du gerne auch angucken mit dem Kabel, ja, ich drehe nur ja nach innen. Ich habe das ja auch ähnlich gemacht wie du, ich falle direkt immer nach, ich bin immer nach außen, ich bin immer rumgefallen. Ja, deswegen sind die Arme bei mir am Anfang nach ausgeklappt, damit ich halt balanciere. Ich habe da 20 Minuten probiert, nichts geschafft, bin da leider gescheitert. Das vom Design finde ich es trotzdem schön, weh. Muss ich sagen. Ja. Von der Funktionalität, ja, das müssen wir später entscheiden. Ja. Manchmal scheitert man im Leben. Ja. Das stimmt. Ja, ist halt ärgerlich, dass ich halt jetzt hier ein extra Leben habe. Stimmt. Wo ich halt wirklich keine Chance habe. Da haben die Leute an dich geglaubt. Die gute Ironie ist auch immer mal wieder was Schönes im Leben. Ey, das ist wie mit den Weltmeistern, Jay, die fliegen auch mal direkt in der Vorrunde raus. Naja. Schön. Aber es ist ein American Gladiator und ja, ich hoffe, dass das wenigstens hübscher ist als Peters nicht angemaltes Ding, oder? Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe aber auch nie aufgegeben bei der Funktionalität. Ich habe bis zum Ende versucht, daran zu arbeiten. Das dachte ich mir fast. Ja, also, ne, ihr könnt wieder abstimmen und in der Videobeschreibung ist der Link, wer der nächste Folge ein extra Leben bekommen soll. Beziehungsweise denkt immer daran, das ist für die übernächste Folge, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ich habe das noch nicht praktisch ausprobiert, ob das funktioniert alles hier und praktisch ist. Sitzt ihr beide drin? Ja. Geil. Seid ihr beide bereit? Ja. Dann gebe ich die Arena frei. In 3, 2, 1, jetzt. So, jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Wie viele Runden gibt es hier so? Ja, maximal überlebt erstmal die erste. Oh, da wäre ich schon fast runtergefallen. Maximale Geschwindigkeit, du bist bei mir noch nicht mal dran. Wait, wir treffen uns jetzt sofort. Ja, ihr trefft euch jetzt sofort. Oh, Peter. Oh, Kontakt. Oh, was ist hier los? Oh, Peter, hau ab! Wie ist das denn passiert? Oh, Peter! Oh, Dino hat dich gefressen! Oh, Gott! Dino hat dich gefressen! Oh, Gott! Was? Hör auf! Oh, ich hab den Knopf gefunden, ich war dumm. Okay, wie ihr da beide auf 7:30 gehangen habt, ist schon nice. Also Alter, wieso bin ich da auf einmal runtergefallen? Ich dachte ja, sogar, ich hätte es kurz gehabt. Nicht schlecht. Mal so gar nicht. Ja, dann, wir machen Best of 3, oder? Ja, das ist okay. Das waren jetzt oder? 30 Sekunden. Ist das okay. Von der Länge okay, oder soll man einfach 9 sagen? 9 mal 3 sind... Ja, ist mir auch scheißegal. Weil wir haben halt, ja, aber du musst, auf der anderen Seite musst du ja bedenken, wir haben ja noch Bram versus Jay, Peter gegen Jay, Bram versus Sepp, Peter gegen Bram, Jay versus Sepp, Finale. Ja, also sind ein paar Runden. Hat sich Peter gar nicht bewegt. Ich glaube, startet Spiel. Peter ist nach vorne gefahren und hat Sepp ziemlich ja, das dauert nicht lange. Ich wäre auch für ein Best of 3. Auch wenn das ein bisschen länger dauert, aber damit das halt, weißt du, ein bisschen Action ist, ein bisschen passiert noch. Also ich finde das ganz nice. Vielleicht sollte man auch nicht ganz hinten sein Fahrzeug spawnen, sondern ein bisschen weiter vorne, damit nicht direkt beim nach vorne fahren alle runterfallen. Ja, das kann jeder halten, wie er will. Das also bitte, was ich das bisschen, was ich kann. Warte mal. Runterfallen? Also wenn ich so. Wieso kann ich denn eigentlich? Wie machst du das, um den Lift zu bewegen, noch während du quasi in dem Vorschaubild bist. Ah ne, da kannst du quasi danach. Lol. Ja, klar. Du kannst einfach runter. Kannst du einfach runterfahren. Deswegen, das habe ich eben auch nicht. Oh, scheiße. Ja, das hast du mir gesagt, aber ich dachte, nee, das geht nicht. Right? Alter, easy ausbalanced. Ich kann mich ja noch hier draufstellen, ohne dass was passiert. Ja! Easy! Nice, so, Jay ist wieder da. Okay. Gib mir mal eben. Scheiße. Hey, dein Rad ist noch nicht angelegt bei mir. Mhm. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ja. Hast du daran gemerkt, dass Peter gerade stand? Weil sonst gibt's gleich gleich Gas und fährst einfach links nach rechts runter. Ja, das ist ein guter Punkt. Ein guter Punkt. So, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten wir ein 1:0 für Sebastian gegen Peter, der jetzt mit einem weiteren Sieg schon alles klar machen kann. Oder, ja, Peter macht was. Vielleicht macht Peter was. Gucken wir mal. Also, Best of 3, Runde 2.
Peter gegen Sepp. 3, 2, 1. Los, Freunde. Jetzt bin ich sehr gespannt. Maximale Geschwindigkeit geht ab! Oh, was ist oh. Oh, Peter. Oh, ja, das sieht. Nein! Nee, ja, wieder runtergeschubbelt, die Sau. Da war der Stand von Sepp einfach besser. So, ich will jetzt mal gegen Kreisliga. Du hast den zweimal. Du haust den ja in die Richtung, weißt du, wo er dann seinen Arm hat. Wo er runterfallen kann. Ich hätte kann, mal interessiert, wenn du den. Wenn du deinen Rotor quasi in die andere Richtung hauen lassen würdest, ob das dann geklappt hätte. Wahrscheinlich. Bei Peter? Ja, weil der haut dich ja genau so, dass du mit dem Arm, weißt du, dann da hängen bleibst. Ja, das stimmt. Peter hätte in die andere Richtung hauen müssen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Das ist ein 2-0 für Sepp. Das ist der erste Sieg für Sepp. Ja, für Peter ist noch nicht alles gelaufen. Peter, Sieg. Treppchen ist drin, sag ich dir. Treppchen ist drin, ja, das stimmt. Treppchen ist drin. Wer ist denn als nächstes dran, Christian? Als nächstes begeben sich Bram versus Jay auf die Bühne. Das ergibt natürlich Sinn. Denn die sind ja noch nicht. Boah, Jay bleibt direkt stehen. Krass. Jay hat heute natürlich ein Extra-Leben. Das heißt. Nee, diese Runde nicht. Achso, ja, aber das kann er ziehen. Das heißt, er kann sagen: Nö, machen wir nochmal. Das Fieseste finde ja, ich, also daran, jetzt noch nicht. Geht. Ja, ja, aber das, also, sagst du das vorher an? Also, nee, ich denke ne? vor, also, das ist eine einzige Runde in einem Best of Three, oder? Ja. Vor dem Start der Runde kann ich das ja ansagen. Ja. Ich kann ja erstmal gucken, wie die anderen so sind. Du kannst das doch auch sagen, wenn er unten liegt, oder? Wenn er eigentlich schon verloren hätte, ja, kann man auch sagen. Jetzt! Das ist ja ein extra Life, du wirst ja quasi wiederbelebt. Ah, ja, genau. So. So. Guck mal, die haben sich auch schon aufgestellt. Ich fand's so geil, dass Jay einfach balanced da steht. Mega. So, Bram ist auch dabei. Dann würde ich sagen, eine zweite Match. Ja, Best of Three. Erste Runde. 3, 2, 1, los. Oh, lol. Habe ich Leertaste gedrückt. Ja, nicht aussteigen. Jay benutzt taktisches Warten scheinbar. Machst du gar nichts? Also ich bin immerhin bis zur Mittellinie gefahren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle, ne? Also, ich meine, gut, Bram, du, wahrscheinlich musst du den nur einmal berühren. Also aber komm halt rüber. Ich stehe mittlerweile ein bisschen schräg. Moment, ich muss da ganz kurz. Also ich fahre halt auch schief und kann nicht lenken, ne? Also ich kann mich halt nicht bewegen, sonst falle ich runter. Also, was soll ich machen? Die Sache mit dem Schieflenken haben wir alle, glaube ich. Moment. Er hat halt umgestellt hier. Oh! Da wurde sich gekämmelt, aber Jay ist runtergefallen. Wie schnell denn aber? Wie geil! Weil so eine richtige Links-Rechts-Kombination hat es gegeben und dann ist Jay runtergefallen. Zack, zack, da kam der Arm, Junge. Das ist natürlich die Frage. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, weil Jay hat es bis zu Bram geschafft. Ja. So wie er gesprochen hat, dachte ich, bis dahin schafft hat er schon nicht mehr. Er fällt Harakiri direkt runter, ne? Benutzt oder sowas. Das heißt, das ist der erste Punkt für Bram. Und damit auch schon die Entscheidung, ob Bram den Sieg aus diesem Match mitnimmt. Wenn Jay denn sein Leben nicht benutzt. So, jetzt wird nach vorne gefahren, sofort einfach. Ich glaube, ich stehe ganz gut. Denk aber dran, wenn du runtergefallen bist, ja, nicht nach 5 Minuten sagen, oh, ich will aber nochmal, ne? Nein, nein, nein. Ah, ja, ist gut. Alles gut, alles gut. So. Cool. Bram steht schon an der Mittellinie. Ich hab den Weg ein bisschen kürzer. Ja, okay, also Runde 2, Bram vs. Jay. 3, 2, 1, los. Ja, Bram bewegt sich langsam, aber stetig. Da Jay kommt der Angriff auf, wieder, da kommt der Angriff! Oh, Jay, oh nein! Und fällt runter. No. Naja. Bram schade. Hat abgewehrt und das wäre der zweite Punkt. Ja, ja. Das ist der zweite Punkt, dadurch. Wieso kannst du dann eigentlich so nach rechts? Geil. Achso, das sind deine Schlagdinger. Ja, genau, du musst doch den anderen noch irgendwie eine mitgeben, weißt ja, du? Ja, dafür habe ich ja meinen Rotor natürlich. Ja, dafür? Genau, aber ich fand den Rotor, also was ich da aufdrehen, fand ich kompliziert. Habe ich nicht hingekriegt. Ja. Ja. Das heißt, Bram hat auch seinen ersten Sieg. Das heißt, Sepp und Bram haben schon mal jeweils einen Punkt. Sieht schon gar nicht so verkehrt aus hier. Nächstes Match wäre Peter gegen Jay. Alles klar. Jetzt wird es wirklich pikant. Dieses Einfahren jedes Mal. Jetzt geht es um den letzten Platz. Ja. Die Matches sind beide pikant.
Peter, du darfst ja auch die Seite aussuchen. Ich bin ja so ein fairer Sportsmann. Oh, ich bin schon. Du nochmal die Seite nehmen, wo du verloren hast, oder? Ja, ich glaube, das macht ehrlich gesagt keinen. Alter, ich bin zu doof, hier gerade hochzulaufen. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Kannst du die Toiletten benutzen? Oder möchtest du gerne die Seite, weil das wäre mir dann auch egal. Das ist mir scheißegal. Ja, auch ein Sperrer Fortsmann. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde. Erstes Match, Peter gegen Jay. Und easy. Ich habe schon mal nach vorne gestellt. Damit ich, Gut. Peter, ich bin bis zu dir gefahren, ist kein Problem. Das ist okay, das ist okay. Das steht ja alles noch drin. Warte mal, wenn ich jetzt die 6 drücke. Nee, ich bleib mal hier stehen. Ja, ich würde sagen, Leute, wenn ihr bereit seid, dann geht los in 3, 2, 1. Hopp, hopp. Power! Oh Gott, oh Gott. Irgendwer wird runter. Das wird jetzt. Da, sofort geht er los, sofort geht er los. Fahr nicht zurück, du mieses Stück. Aber dann, ich kann nicht aushalten. Ich fahr hier runter. Wie Peter da ankommt. Okay, komm, scheiße. So, jetzt Kontakt. Da, boah, weg, aber die Sau. Oh, oh. Ja, aber Jay ist der erste. Ja, genau. Also, Runde 2. Ja, Peter hat die erste Runde für sich entscheiden können. Die Runde 2, wo es jetzt um alles geht, beginnt in 3, 2, 1, los. Ja, du Gladiator, mein Apache 15 Kampfhelikopter wird von. Der hält sich fest. Oh Gott! Eine Sekunde länger. Oh Mann. Alter, das war ja sauknapp. Das war wirklich sauknapp. Ich habe jetzt aber den Boden vorher berührt, bevor Peter. Bevor Peter runter. Ja. Okay, weil Bramswagen halt nicht der Boden ist. Ja, aber du bist definitiv vorher runtergefallen. Ja, dann habe ich hier auch keine Chance. Dann muss ich ja wohl. Siehst du dein Extra-Leben oder nicht? Das heißt. Oh, Peter. Okay. Punkt für Peter heißt das. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und unser nächstes Match ist Bram gegen Sepp. Dürfte interessant werden, denn Bram versus Sepp, die haben beiden Punkt. Mal gucken, ob sich da grün oder blau durchsetzen kann. Ja. Ich würde sagen, die erste Runde können wir ja schon mal starten. Best of 3, 3, 2, 1, los. Jetzt wird interessant. Ist noch recht stabil. Oh, da hat er einfach einen Klatscher gekriegt. Da hat er die weggebitchlert. Da haben wir direkt die Zuhälter. Die Schelle, ey. Bram steht, naja, also. Ich hätte jetzt gesagt, Bram steht sogar nach oben, aber das sieht schwierig aus. Nee, ich will mich nochmal neu hinstellen. Ja, 1-0 für Bram. Gut, also. Oder hau dir so auf den Deckel. Bam! Vielleicht schon der Punkt für Bram, wer weiß, aber Sepp kann ja auch vielleicht noch aufholen. 3, 2, 1, los! Gebt euch, haut euch runter. Ja, siehst du, der Hals. Bam. Der hat sich richtig an den Hals. Sepp steht sehr schief. Während Bram da noch recht gerade balanciert, haut die ganze Zeit auf den Dino ein. Aber es ist viel die Seite. Der Dino ist aber noch am Start. Der Dino ist noch am Start. Oh Gott, kommt der, da kommt der Bram langsam ins Wackeln. Bam! Bitte! Give it to me, baby! Gut. Ein Stückchen nach vorne. Jetzt passiert. Und Bums. Bums. Also Sepp haut zumindest in die richtige Richtung. Wenn Bram in die Richtung kippt, ist da glaube ich nicht mehr viel zu machen. Ist ja das Kuppelduell des Jahrtausends. Aber wir bleiben hier oben. Ja, ich wollte gerade sagen, das Kuppelduell des Jahrtausends gab es gerade schon. Bram kommt nicht ganz runter. Sepp hat aber auch nicht genug Kraft. Wenn schon runterfallen, dann mit Stil. Richtig dramatisch, Alter. Nice. Noch so einen kleinen Finger festgehalten, ey. Ja, gut. Nice. Das sind die Matches, die wir sehen wollen hier. Entschuldigung. Weil es knapp ist. Nächstes Mal brauchst du für mich. Es steht 1-1. Das war spannend. Ich bin, hab keine Ahnung, wer gewinnt. Ich sehe da irgendwie auch mittlerweile keinen mehr vorne, weil es steht ja 1-1, ja. Geht jetzt um die Wurst, denn beide haben einen Punkt. Also, 3, 2, 1, bitte sehr. Dominion Kleines.
Oh, oh, da, ist der, oh, da kam direkt der Kinderhaken. Ram aggressive oh, as fuck, Junge. No! Oh, ja. Aber oh, er schubst Sepp diesmal zur richtigen Seite. Nein, Sepp hält sich. Oh, ja, no. Noch hält der Junge sich. Bram macht einen Abgang. Ja, aber Bram ist zur richtigen Seite gefallen. Also bei Sepp ist das schon kritischer. Ich glaube, bei Sepp ist das gerade mehr so ein bisschen Zeit. Der rutscht da auch immer Abgang. Weiter ab. Und wie hängt der denn da? Ich bleib einfach hängen. Fuck. Jawohl. Ja, moin. Hallo. Sepp hängt jetzt einfach. Ja, nee, oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich wollte gerade sagen, ich komme näher, wenn nur Millimeter sind, dann dauert es ein bisschen. Hallo, tschüss. Oh fuck, ey. Oh, Mann. Ja, das ist der Punkt für Bram. Dadurch hat Bram jetzt 2 Punkte. Ja, nice. Geht's jetzt, Bram? Mag ich. Dankeschön. Nächstes Match, Peter gegen Bram. Ja, 3, 2, 1, los. Ja, Peter dauert immer ein bisschen. Warum ist er deutlich schneller? Aber man muss natürlich auch den Häcksler beachten. Der dürfte sogar in die richtige Richtung drehen. Oh! Oh, what, ey? Wow! Berührt! Peter, ganz ehrlich, möchtest du, ich würde es dir erlauben, allein schon, weil ich sehen möchte, wie dein Gerät dann funktionieren würde. Möchtest du, dass du gleich aufstehst, den Rotor einmal kurz ändern? In die andere Richtung, meinst du? Ja, dass der für dich spielt. Weil, klar, gerne. Weil gerade spielt er einfach nur gegen dich. Jedes Mal, wenn du was berührst, schmeißt du dich damit raus. Weil er zur falschen Seite der genau, weil er zur falschen Seite dreht. Das ist ja nett. Dann machen wir das bei der zweiten Runde. Ach Gott. 1-0 für Bram. Jetzt auch kleine Anpassung hier bei Peter. Ja, gut. Ne? Nächste Runde. Bram gegen Peter. 1-0 für Bram. 3, 2, 1. Los geht's. Peter hat seinen Ruder umgedreht. Ist gerade einfach geflohen, als ich deinen nur berührt habe in der Sekunde. Ja, mal gucken. Ja, jetzt hast du deutlich mehr Stabilität. Jetzt, genau, jetzt schmeißt du dich halt selbst nicht mehr runter. Das ist deine Windmühle der Toleranz, aber zu kurz gemacht. Ja, offensichtlich. Hey! Nice. Oh! Ey! Oh! Alter! Ich nehm dich mit! What the fuck? Nein! Weg, oh was! Oh Scheiße. Mann! Aber nice, aber nice! Nehm ich dich halt nicht mit, geh ich halt allein. Oh, da das wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, Bram. Du hättest mir sagen müssen, dass du Mufasa getötet hast. Oh Mann. Was hätte ich jetzt sagen müssen? Oh, Scheiße, hab ich schon gedacht, das wäre saudreis. Was? Da bin ich einfach wie so ein Gummi weggesprungen. Da. Auch der Pokémon. Gut. Hab ich leider verloren. Oh Gott. Das ist ganz schön behindert, was hier alles passiert. Also, Jay gegen Sepp. Ihr seid beide bereit. Best of 3. Ja. Los geht's. 3, 2, 1. Bitte sehr. Oh Gott. Oh, Jay hätte sich, glaube ich, nicht drehen sollen. Und komm, Jay! Da ist die Chance! Die Chance ist da gewesen! Ersten Abgang. Ja, Runde 2. Ja, Jay gegen Sepp. 1-0 für Sepp. 3, 2, 1. Nö. So, hopp, hopp. Sepp muss. Oh, Jay. Der wird halt gefressen. Komm schon! Oh, das sieht knapp aus. Gladiator! Das könnte knapp werden. Do it! Ja, nichts machen, ne? Jay, komm schon! Also Jay hält sich fest, Sepp auch. Der schlägt die ganze Zeit mit seinem Dino-Hals darauf ein. Kann nichts machen, ne? Release die Kraken! Hier, komm, Mama, ihr. Ich kann nichts machen. Kacke hier. Also ich drück halt alle Tasten. Ja, Jay hat keinen Reifkontakt mehr. Aber er hält sich fest. Gerade so ein hält sich weiter hat der quasi fest. Da gerade. Kannst du deinen rechten Arm nicht drehen lassen, Jay? Nee. Er hat sich verhakelt wahrscheinlich, nee. Habe ich vergessen, im anzuschließen. Okay, Dino Man, was kannst du tun? Dino Man, tu was. Hau den da raus. Das Problem ist, ihr seid da beide stuck gerade. Geil, nochmal ja, Reset oder was? Ich gebe, ich sagen. Also einmal Reset. Das ist ja ausgeglichen gerade. Jetzt aber richtig. Ob da der RNG-Faktor wieder helfen kann.
Das ist der Wahnsinn. Er liegt halt schon was wieder drauf. Was aber Sepp, denn da? Sepp ist jetzt auch noch komplett gerade. Da bin ich mal gespannt, ob der irgendwas tun kann. Oh, runterfallen. Oh! Oh! Nee, nicht runterfallen hier. Komm schon, Jay. Oh, oh. Komm schon, Jay. Ich hab Vermögen auf dich gewettet. Komm schon! Oh! Oh, mein Gott, da fällt... Oh, Sepp, das sieht richtig böse aus. Oh, da fällt der Rutsche! Punkt, Junge! Das ist der Ausgleich. Hat der Ausgleich zwischen Sepp steht wirklich 1-1, ey. Die Kuhjugend hat zugeschlagen. 3, 2, 1, nö. Jetzt bin ich echt gespannt, ob da nochmal ein bisschen der Faktor ist. Oh mein Gott. Okay, das war wirklich so ein bisschen abgeprallt. Ja, also das war wirklich an dem Dino abgeprallt. Das war eine ganz easy Runde für Sepp. Einfach eine Schelle gegeben. Diese Runde widme ich jetzt euch. Diese Runde? Ihr habt mir ja den Punkt gegeben. Dann müsste er dann auch zwei Runden gewinnen, oder wie ist das? Die eine wird jetzt gestrichen. Ja, die wird gestrichen, jetzt steht jetzt 1-1. Also er muss ja jetzt sein extra Leben nehmen. Naja, nee, ich wollte nur fragen, ob er quasi ein extra Leben bekommt oder die Runde neu gemacht wird. Weil theoretisch habe ich jetzt zwei nicht Punkte. Beides. Weil theoretisch ist er nicht in den gefallen. Alles okay. Ja, okay. Das ist die einzige Chance, die ich noch hab. Ja, natürlich. Also, extra Leben genutzt. Es steht 1-1. Vielleicht schaffst du es ja. Die Runde geht los. 3, 2, 1. Nö. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, an Jays extra Leben, um ehrlich zu sein. Und. Bam! Weg die Wurst! Die Hoffnung war da! Das ist der Punkt für Sepp. Das war die Hoffnung. Belastend. Aber Sepp ist auch zur falschen Seite gefallen. Da war nicht viel zu holen. Liebe Jay. Zuschauer. Damit ist natürlich wieder eine bittere Pille für Peter. Wieso ist das eine bittere Pille für Peter? Achso, weil ich sonst noch wieder eine Chance gehabt hätte, meinst du? Genau, ja. Dadurch hat Sepp sich seinen zweiten Sieg geholt. Toll, Jay. Und ist jetzt mit Bram quasi im Finale. Denn Bram 3 Punkte, Sepp 2 Punkte. Peter hat einen Punkt und Jay geht heute ohne Punkt wieder ins Bett. Das finale Match für heute, in der heutigen Folge von Profi. Mal gucken, wer den Balanceakt denn gewinnen kann. Bram oder Sepp, Sepp oder Bram, wir werden es herausfinden in einem weiteren Best of 3. Die erste Runde davon beginnen wir in 3, 2, 1, nö. Komm, Bram, ich schlabber dich. Komm, mach breit die Beine. Ja, Bram versucht wieder den Uppercut. Ja, aber... oh nein. Oh, er hat Sepp auf der richtigen Seite erwischt und Sepp ist da richtig am Schwimmen. Schön. Noch hält er sich, aber... Die Faust auf den Kopf gegeben. Bram hat auch ein Problem. Leute, was macht der Bram? Bram fällt auch. Was willst du jetzt hin? Bram ist runtergefallen! Was war das denn? Bist du besoffen? Warte, Bram ist einfach runtergefallen. Bram hing halt auch, wa? Das habe ich aus der Perspektive gar nicht so gesehen, aber Bram hing auch. Das ist die erste Runde für Sepp. Krass. Jetzt muss er aber irgendwie da runterkommen. Oh, ich bleib sogar hier oben. Finde ich gut. Was war da der los? Erste Kommentar von Bram. Was war denn da los? Ich weiß ja nicht, was da los war. Hier vielleicht schon Loch. Die letzte Runde für heute. Oh. Sepp führt gegen Bram mit einem 1-0. Da möchte ich meinen langen Hals aber mal Punkt reinstecken schon holen hier. Kann. Oder ob Bram da nicht doch nochmal rankommt. Gucken wir mal. 3, 2, 1, nö. Okay, wieder. Da ist die Schelle von Bram leider zu früh. Oh mein Gott, oh mein Gott, das Kopf. Ist ein Zuckelfrutzel. Oh, Bram! Zuckelfrutze, er hat den Kopf. Oh, nein! Sepp ist zuerst am Boden gekommen. Da sind sie beide eigentlich gleichzeitig runtergefallen. Ja! Der Ausgleich. Devin! Du hältst immer noch den Kopf fest, das ist total krass. Ja! Ja, das wird jetzt, glaube ich, langsam. Das war total brutal. Einfach, was die da machen. Du hast den Kopf von ihm genommen und hast den auf den Boden geklatscht. Ja, echt, ey. Alter, müssen wir jetzt auch die Folge ab 18 machen, Gore-Content. Bram sitzt drin, Sepp auch. Letzte Runde im Balanceakt, um die heutige Folge Profi zu gewinnen. Es steht 1-1, also gucken wir mal, wer als erstes gleich den Boden mit seiner Fresse berühren wird. In 3, 2, 1, los! Dino, du machst das! Ah, da kommt nein, der Schlag. Nein, nein, oh, nein, da ist der Hals! Der Hals hält! Der Hals hält! Was sind deine letzten Worte? Nein! Ja, ist halt noch die Frage, ob er ihn überhaupt runterhauen kann, ne? Oh, er hat ihn einfach pass losgelassen. Pass auf, Simba auf! Oh, Bram,
wenn wir runterhaust, ne? Ja. Nein! Jetzt hängen da beide. Also, ich bin da noch nicht so überzeugt von mir da gerade. Ja, du Arsch! Nee! Aua, 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 da hat er ihn einfach wieder. Ja. Nee! Das ist doch nicht normal, mein Freund. Moment. Guck mal, wie knapp ich unter deinem Unterkiefer mit meinem Arm. Was ist mit dem anderen Arm? Ja, genau, ich hab gleich keine Kraft mehr. Oh nein, du triffst ihn halt nicht mehr. Er trifft ihn halt nicht mehr. Ich hab keine Kraft mehr. Oh! What the fuck, wie ist das gerade passiert? Ja, den Bug nutzen, wa? Nein! So, letzte Worte. Nein! Ab mit ihrem Kopf! Ich hab deine Mutter gebogen. Das tut mir leid. Nein, du hast Mutter gebogen. Weg, Brat! Er trifft jetzt einfach nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Ich komm nicht mehr dran. Ich depp nur noch für die Fans. Oh Mann. Alter, und? Das ist so ein Mikro, worauf ich hänge. Ja. Mal Minütchen. Oh! Ja! Ja! Gott, was? Nee, das war nur nicht. Das ganz am Arsch war das. Das immer noch da drauf. Da hängt er immer noch dran. Da, Bram fummelt sich dran. Er kommt halt einfach nicht bis dahin. Doch, jetzt. Wie hält sich diese Dino? Deine Mutter war so süß und lecker. Ich würd's wieder tun. Ach, mein Gott. Oh. 20. Komm schon. Irgendwann. Ich glaube, wir müssen die Runde neu starten, also. Du nutzt mal deinen Reifen. Wie so am Rollen. Ja, ich komm näher ran! Ich komm näher ran! So, jetzt. Also, solange die Leute sich da noch bewegen können, würde ich das laufen lassen. Wenn sich halt keiner mehr bewegen kann, dann. Nein! 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 Das ist auch richtig. Ja, verdienter Sieg, würde ich mal sagen, nach Punkten alleine schon. Und dem Finale für Dennis Bram heute. Dankeschön. Ja, nice, Bram. Nice. Er hat die Balance gefunden. Für die Fans nochmal. Zweiter ist Sepp geworden, dritter wurde Peter und Jay ist dann heute von Lakitu beglückt worden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und sehen uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht abzustimmen. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Ciao.